Schätze, der fängt ein bisschen früher an als du damals, oder? Ja, na gut, mit 9 hat mein Vater mir auch das Autofahren beigebracht. Er kann das auch schon. Er wird noch in diesem Jahr sein erstes Go-Kart-Rennen fahren. Es gibt ja den Bambini Cup. In den Hallen natürlich schon bei Stuchs Intercard ist er super unterwegs. Er ist jetzt reif, glaube ich. Aber er ist auch ein toller Skifahrer. Er war beim Schweizer Ovo Cup, war er 11. oder 12. dieses Jahr. Er ist ein Multitalent. Aber er ist ein super Bub, das ist die Hauptsache. Aber an Papas Auto, ans Private, darf er noch nicht ran? Doch, doch, sicher. Der fährt schon. Ja, ja, der fährt schon mit 5 Kissen und am Hintern eins im Rücken. Kauft er schon rum. Der fröhliche Papa. Wenn der Sohnemann in der Nähe ist, da ist alles andere vergessen. Wohl auch der Ausgang dieses Sprintrennens. Da lief es alles andere als optimal. Was war los? Na gut, das habe ich ja so prognostiziert. Wir wissen ja vom Testen her, dass wir hier auf dem Salzburgring nicht unbedingt den Quattro-Vorteil so gut nutzen können. Die BMWs haben natürlich auch jetzt die guten Teams alle auf Michelin-Reifen gesetzt. Die haben einen unheimlichen Grip gefunden. Ich konnte ja im Training und beim Test hier oben die Fahrerlackur im 6. Gang vollfahren. Das bin ich heute auch. Die BMWs klebten hinten bei mir dran. Die haben also Grip gefunden. Und der Speed auf der Geraden, ich kann es im Windschatten nicht halten. Also das ist einfach mal ausgereichende Gerechtigkeit, dass hier mal BMW gewinnt und wir schlagen woanders wieder zu. Ich finde es toll, dass es spannend ist. Das Rennen war auch saugut. Es war auch unheimlich hart, wurde auch fair gefahren. Und man musste wirklich alle Register ziehen. Frank Wieler als Gesamtführender, als bester Audi-Pilot, als 17. jetzt in der Startaufstellung, ganz weit hinten, ihr ein ganz schönes Stück vor ihm, könnt eigentlich fast nichts für ihn tun. Der steht auf alleine auf seinen eigenen Füßen. Ja gut, das muss er jetzt, er ist ja alt genug. Ich meine, er ist ja noch mit einem guten Punktepolster vorne. Jetzt natürlich wird er schön aufholen und das ist klar. Ich meine, wir haben ja 3 Eisen im Feuer bei Audi. Alfred ist vorne mit Punkten dabei, ich bin Zweiter im Moment in der Meisterschaft. Also wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Ich meine, der Frank hat natürlich Druck und den muss er jetzt gut ausbügeln. Ich denke, ihr möchtet am liebsten noch ein paar Kerzen aufstellen, dass es hier noch dunkler wird. Da hinten wird es auch schon ganz schwarz. Es könnte nachher noch Regen geben. Wird sicherlich eine richtig interessante, spannende Geschichte. Und deshalb sind wir auch gleich wieder für Sie zurück. In den ersten Läufen dieses Jahres doch sehr, sehr viel Pech hatte und eben nicht so viele Punkte sammeln konnte wie seine BMW-Kameraden, muss er mit dieser Regie in einer Tourenwagen-Serie leben. BMW wird auch in diesem Rennen sicherlich alles daran setzen, Jockel Winkelhock, Peter Cox und Roberto Ravaglia nach vorne zu spielen, vorne zu halten. Die müssen natürlich erst einmal einen guten Start hinlegen. Aber die große Frage bleibt, was macht das Wetter? Der Blick hier auf die umliegenden kleineren Berge an der Rennstrecke in Salzburg zeigt, es sind nach wie vor dunkle Wolken über der Strecke. Im Augenblick regnet es nicht. Die Schirme auf den Tribünen sind wieder zugegangen, aber wir haben in den letzten 2 Tagen hier auf dem Salzburgring so gut wie jedes Wetter erlebt. Gestern übrigens nach dem Abschlusstraining der große Hohn. Das Training war zu Ende und dann schien die Sonne. Die Strecke ist trocken. Der Regenschauer war nicht so schlimm vorhin, diese Strecke entsprechend nass zu machen. Es werden also alle Fahrzeuge auf Slicks, auf profillosen Reifen in der Startaufstellung stehen. Es sind etwas weniger als beim Sprint, denn Keith Odor, dessen Überschlag wir gesehen haben, ist nicht mehr mit von der Partie. Sein Auto ist ein Fall für die Schrottpresse. Und auch Michael Heigert, der BMW-Privatfahrer, fährt nicht in diesem Rennen mit. Es gab auch bei ihm ein Problem mit dem Radlager. Andere Privatfahrer sind weiter dabei. Hier sehen wir den BMW von Patrick Ulrich oder Josef Wensch, der gestern im Training durchaus gute Leistungen hier zeigte. BMW konzentriert sich natürlich alles auf die Werksfahrer. In der ersten Reihe Jockel Winkelhock und Peter Cox, die beiden Schnitzerpiloten. Und Jockel Winkelhock steht jetzt nicht mehr rechts, wie vorhin im Sprint, aus ihrer Sicht gesehen, sondern auf der linken Seite. Das Fahrzeug ist das Auto von Jockel Winkelhock mit dem blauen Außenspiegel. Er hat also die innere Position gewählt, genauso wie vorhin Alfred Heger, dem das allerdings kein Glück brachte, denn Sie erinnern sich, beim Sprint hatte Alfred Heger einen sehr schlechten Start und Jockel Winkelhock konnte auf der Außenbahn gleich einmal die Führung übernehmen. Die Vorzeichen jetzt für das Rennen aber doch deutlich verändert. In den ersten beiden Reihen sehen wir jetzt ausschließlich BMW-Piloten mit Winkelhock und Cox in Reihe 1 und dahinter dann dieser Mann Alexander Burgstaller und sein Teamkollege Roberto Ravaglia in der zweiten Reihe. Der beste Audi steht etwas weiter hinten, nämlich in der 4. Reihe Alfred Heger, also auch im Sprint der beste Audi-Fahrer gewesen. Nicht nur gestern im Abschlusstraining, also wenige Minuten vor Ende wirklich, Jockel Winkelhock von der Pole Position verdrängte. Es hat also eine lange Pause hier gegeben, um die Leitplanken zu reparieren. Aber ich hoffe mal, dass das Warten sich gelohnt hat, dass wir ein ähnlich spannendes Rennen erleben, das jetzt über 24 Runden geht, wie vorhin der Sprint.
Der Sprint ist nur die halbe Miete, eigentlich sogar noch weniger als die halbe Miete, ein Viertel nur, denn es gibt 20 Punkte, die Jochel Winkelhock sich bereits einkassiert hat nach diesem kurzen Sprint. Jetzt, da es über 24 Runden, also über die volle Distanz von 100 Kilometer geht, da gibt es 60 Punkte für den Sieger. Und das heißt, Jochel Winkelhock muss jetzt alles auf eine Karte setzen, um den Anschluss in der Meisterschaft zu schaffen an Frank Bieler und Hans-Joachim Sturm. Das Feld setzt sich wieder in Bewegung. Es gibt erneut eine Einführungsrunde. Die Fahrzeuge sind ja sehr lange gestanden. Die Reifen sind inzwischen kühl oder sind kalt. Heizdecken sind ja nicht erlaubt. Da gibt es ein Problem bei Claudia Hürtgen. Damit hat der Frank Bieler einen weiteren Platz gewonnen. Claudia Hürtgens Portemonnaie nicht angesprungen. Oder sie hat den Motor abgewürgt. Inzwischen hat sie sich aber in Bewegung gesetzt. Aber sie darf natürlich in der Einführungsrunde nicht überholen. Da gelten die gleichen Regeln wie in der Formel 1. Deswegen Frank Bieler jetzt doch noch einen Platz nach vorne gekommen. Müller in der Boxengasse, Hürtgen zurückgefallen. Damit der Tabellenführer Frank Bieler jetzt auf dem 15. Startplatz. Es ist sicherlich sehr erfreulich für Ford, dass mit Chris Nissen und Terry Butzen zwei Allrad-Mondeo vor dem Frank Bieler im Sprint ins Ziel gekommen sind. Da sieht man also, dass es mit der Allradentwicklung bei Ford durchaus vorwärts geht. Nun aber die Startaufstellung. Die erste Reihe ganz im Zeichen vom Schnitzer BMW-Team mit Jochel Winkelhock, dem Sieger des Sprints, und dem Holländer Peter Cox. Reihe 2, das Bigazzi-Team mit Roberto Ravaglia und Alexander Burgstaller, also vier BMW in den ersten beiden Reihen. Dann Armin Hane im besten Fronttriebler, der Honda Accord, und neben ihm Roland Asch im besten Ford Mondeo. Reihe 4, ungewohntes Bild, der beste Audi nur auf Startplatz 7, Alfred Heger, und daneben Klaus Niedzwitz, der sich ebenfalls gut nach vorne gearbeitet hat nach seinem verpatzten Training. Stritzel Stuck in der fünften Reihe, und daneben sollte Jörg Müller stehen, der fehlt jetzt, er steht in der Boxengasse, muss das Feld von hinten aufrollen. Reihe 6 mit Steve Soper und Tamara Vidali. Steve Soper, der sich sicher nach dem Training mehr versprochen hatte vom Sprint. Reihe 7, eine gute Leistung von Johnny Hauser im Ford Mondeo. Und Terry Butzen mit dem Allradauto. Claudia Hürtgen und Chris Nissen in Reihe 8, aber Sie haben selber gesehen, dass Claudia Hürtgen etwas zurückgefallen ist. Frank Bieler und Philipp Peter in der 9. Reihe, ein ungewohntes Bild. Der Philipp Peter ist übrigens ein Kandidat, vielleicht im nächsten Jahr einen Werks-Audi zu fahren. Enrico Bertaccia und Alex G. in Reihe 10. Der Neuling im Feld aus Italien und der Österreicher. Dann Josef Wensch und Ivan Capelli. Mit dem Allrad Primera geht es also nach wie vor nicht richtig vorwärts. Reihe 12, Rudiger Julius und Riccardo Patrese, der gestern übrigens einen sehr spektakulären Ausritt hatte. Das Auto inzwischen wieder repariert. Die 13. Reihe, Marc Gindorf mit Problemen im Sprint, im Schaltgestänge, und Sascha Maaßen, wir haben das vorhin gesehen, die Haube sprang auf. Und die Reihe 14, den Kiso dort, den würden wir natürlich gerne dort begrüßen, aber sein Auto ist ein Totalschaden, deswegen Patrick Ulrich allein in Reihe 14. Denn auch Michael Heigert, der hier eingeblendet ist, ich sagte es Ihnen, steht nicht am Start. Immer noch dunkle Wolken über dem Salzburgring, während hier die Fahrzeuge schon auf dem Weg sind, ihre Startpositionen einzuziehen. Der Salzburgring ja 4,241 Kilometer lang, also eine durchaus lange Rennstrecke, aber extrem schnell. Spitzengeschwindigkeiten 240, 245 Kilometer pro Stunde. Schnitt um die 190 km/h, das ist für ein Tourenwagenrennen oder für 2-Liter-Tourenwagen, die ja etwa 300 PS Leistung haben, extrem viel. Wir sitzen wieder im Auto von Frank Bieler, dem Tabellenführer. Die Ziffern, die da aufleuchten, das ist die Einstellung der Stabilisatoren. Die Elektronik ist zwar limitiert in diesen Super-Tourenwagen, es gibt keine ABS oder keine Traktionskontrolle, es gibt keine halbautomatischen Getriebe, aber man darf doch etwas in Sachen Elektronik tun, zum Beispiel eben darf man die Stabilisatoren elektrisch verstellen. Es fallen inzwischen wieder die ersten Regentropfen, wird uns vermeldet. Es gibt natürlich eine ganz, ganz spannende Ausgangssituation für dieses Rennen. Und die BMW-Piloten, die werden sich wünschen, dass dieser Regen nicht stärker wird in den nächsten Minuten. Achten wir auf den Start. Das grüne Licht ist da. Und gut gestartet erneut Jochel Winkelhock, der ganz gut wegkommt. Und gut gestartet ist auch Alfred Heger, der sich gleich einmal zwischen Armin Hane und Roland Asch hindurchgeschoben hat. So schlecht Alfred Heger vorhin gestartet war, so gut ist er jetzt weggekommen. Aber Jochel Winkelhock ist schon wieder vorne. Gefolgt von Peter Cox, gefolgt von Alex Burgstaller und Roberto Ravaglia und dann die ganze Meute. Die Scheibenwischer sind schon angewiesen da bei einem Audi mitten im Feld. Das heißt, die Regentropfen sind vielleicht doch stärker als erwartet. Und Roland Asch schiebt sich jetzt in der Nochsteinkehrer wieder vorbei an Alfred Heger. Wir sitzen bei Frank Bieler und wir sehen Regentropfen auf seiner Scheibe. Das wird ihn freuen.
Und Frank Bieler kämpft hier gegen Claudia Hürtgen. Das ist ungewohnt für ihn, für den Mann, der den T1 Super Tourenwagen Cup nach den ersten 5 Rennen anführt. Regentropfen also bereits in dieser ersten Runde. Es wird da mit Sicherheit keinen Abbruch geben, es sei denn, es passiert etwas Außergewöhnliches, denn dieses Rennen wurde zum Wet Race erklärt. Das heißt, es ist ein Regenrennen. Bieler hier im Kampf mit den Ford-Piloten Chris Nissen. Vor ihm Claudia Hürtgen hat sich da außen vorbeigeschoben an Nissen. Und auch Frank Bieler gelingt es. Tolle Aufnahmen aus der Inboard-Kamera. Das ist die Heckkamera von Frank Bieler. Und da wird es ganz eng zwischen Alfred Heger und Roland Asch. Heger etwas quer gestanden. Asch jetzt auf der besseren inneren Linie auf dem Weg zurück auf die Start- und Zielgerade. Und Asch ist vor Heger. Bieler hinter Ivan Capelli. Es ist unglaublich eng, geht es hier zu. Und Ivan Capelli mit dem Allrad Primera liegt hier vor Frank Bieler, dem Tabellenführer. Das wird Hantjan, den Nissan Sportchef, entsprechend freuen. Ende der ersten Runde, Winklok schon wieder mit 7/10 vorne. Und hier sehen wir noch einmal, wie Alfred Heger quer steht und Roland Asch, der da außen herum versucht, Heger zu überholen. Glück hat, dass Heger doch in der Lage ist, sein Auto einzufangen. Es wird eng gefahren im Pulk. Nur Jocke Winkelhock hat sich ganz klein wenig absetzen können, hat 2-3 Wagenlängen Vorsprung auf Peter Cox, dann Alex Burgstaller, Roberto Ravaglia und dann schon der beste Honda mit Armin Hane. Wieder die Heckkamera von Frank Bieler. Die Kamera im Cockpit, die nach vorne zeigt. Bieler auf dem 18. Platz nur nach der ersten Runde, hat also eine ganz, ganz schlechte Startrunde. Es läuft im Augenblick überhaupt nichts bei jenem Mann, der den D1 Super Tourenwagen Cup so souverän anführt. Nach den ersten 5 Rennen im nächsten Jahr aber möglicherweise zu Opel in die DTM wechselt. Und da ist Roland Asch im Sandwich, der Audi-Fahrer. Da hat es Alfred Heger irgendwo wieder geschafft, an Roland Asch vorbeizukommen. Und die beiden AZK-Audi-Piloten, Alfred Heger und Hans-Joachim Stuck, nehmen den Roland Asch ins Sandwich. Dahinter Steve Soper. Unter Mara Vidali und die ganze Meute. Und Frank Bieler immer noch eingeklemmt im hinteren Feld. Zu erkennen der Audi an den gelben Außenspiegeln weit zurück. Und hier liegt da draußen der Patrick Ulrich, der Schweizer Privatfahrer, der hier den Kopf schüttelt und natürlich enttäuscht ist. Er lag auf der 25. Position. Das Rennen für ihn beendet. Das Ganze haben wir hier in der Wiederholung. Der Übeltäter heißt Jörg Müller, zu erkennen an der Startnummer 21. Der Mann, der also aus der Boxengasse gestartet ist, hatte es hier sehr, sehr eilig nach vorne zu kommen und hat den lieben Patrick Ulrich aus dem Weg geräumt. Da wird es sicherlich etwas Diskussionen geben. Aber natürlich, wenn ein Mann aus der Boxengasse nach vorne will, da kommt es immer wieder zu solchen Situationen. Ravaglia kommt nach vorne. Alexander Burgstaller hat den Roberto Ravaglia vorbeigelassen. Das war zu erwarten, nachdem es ja schon im Sprint eine Regie gegeben hatte innerhalb des BMW-Lagers, als Burgstaller Roberto Ravaglia in der letzten Runde nach vorne lassen musste. Gelbe Flagge wird da gezeigt. Da geht es mit Sicherheit um den liegen gebliebenen BMW von Patrick Ulrich. Da steht auch ein ONS-Sicherheitsfahrzeug. Wir müssen alle entsprechend aufpassen. Überholverbot heißt es ja bei der gelben Flagge. Wir sitzen bei Alexander Burgstaller und da wird es mächtig eng vor ihm und da ist einer der BMW irgendwie in die Botanik gegangen und plötzlich haben wir die beiden Bigazzi-Autos im Duell mit der Spitze, mit den Schnitzer-Autos. Da war der Jockel Winklock kurz draußen und plötzlich ist Bigazzi bzw. Peter Cox in Führung. Cox, dann Ravaglia, dann Winklock, der hier kurz aufgeblendet hat, sich beschwert hat und dann Burgstaller auf Platz 4. Also von wegen Stallregie und es gibt offensichtlich eine Safety-Car-Phase. Denn alle Autos jetzt ganz, ganz langsam unterwegs. Und möglicherweise hat der Jockel Winklock das auch schon vorher gesehen, denn er war mächtig am Blinken, hat das Tempo reduziert, da ist das Safety Car. Der Safety Car jetzt auf die Strecke gegangen, eine sehr, sehr kuriose Situation. Es ist natürlich viel zu spät rausgefahren. Die ganze Meute ist längst durch, aber die gelben Flaggen waren draußen und das Schild Safety Car. Aber das ist natürlich eine sehr kuriose Situation. SC steht für Safety Car, aber normalerweise sollte ja der Safety Car auf die Strecke fahren, bevor der Pulk anfliegt, um dann für eine Neutralisierung des Rennens zu sorgen. Tja, der Safety Car hat es jetzt eilig. Es ist ein BMW, ein Kombi, der natürlich Mühe hat, hier außen herum die Rennfahrzeuge zu überholen. Er muss ganz schnell am Limit fahren, um, obwohl die Fahrzeuge langsam unterwegs sind, hier die Position 1 jetzt hier im Rennen einzunehmen.
Die machen es ihm auch nicht leicht, sehr leicht, die Kollegen aus dem D1 Super Tourenwagen Cup. Er muss sich mächtig sputen auf der Gerade, also das ist eine unglaubliche Situation hier in Salzburg. Vielleicht sollte man da dem Führenden in diesem Rennen, das ist im Augenblick der Peter Cox, mal per Funk Bescheid sagen, das Tempo entsprechend zu drosseln, dass das Safety Car vor ihm fahren kann. Tja, da hat irgendeiner ein bisschen geschlafen. Er kommt nicht nach vorne mit seinem Safety Car. Da blinkt er fleißig vor sich hin. Vielleicht hat er jetzt auch entschieden, lieber langsamer zu machen und zu warten, bis die Meute eine weitere Runde gefahren ist, um sich dann hinter ihm anzustellen. Da hat sich irgendjemand hier nicht mit Ruhm bekleckert. Jockel Winkelhock hat übrigens wieder seine erste Position eingenommen. Also ich denke mal, der Jockel Winkelhock hat das als Führender in der Schikane sofort gesehen, dass das Safety Car rauskommen soll. Er hat die gelben Flaggen gesehen, er hat das Schild gesehen, der SC. Und seine Verfolger, die dachten, der Jockel hat vielleicht ein Problem, sind da etwas ungestüm an ihm vorbeigefahren. Das kann natürlich passieren, sollte allerdings nicht passieren. Die Abstände reduzieren sich natürlich. Die Runden werden weitergezählt, aber jeder darf zum Vordermann aufschließen. Deswegen die Chance für die Fahrer, die etwas weiter hinten liegen, jetzt den Anschluss wieder zu finden. Da steht das Safety Car. Es wartet jetzt auf die Herren Winkelhock, Cox, Ravaglia, Burgstaller und Co., die etwa eine halbe Runde nun von diesem Safety Car entfernt sind. Und hier sehen wir noch einmal Patrick Ulrich, der inzwischen herausgezogen wurde vom ONS-Auto aus dem Kiesbett und hier sich aber gleich noch einmal einen Dreher leistet. Ja, da lagen die Nerven wohl etwas brach bei dem lieben Schweizer, aber inzwischen ist er wieder auf der Strecke. Das heißt, es gibt eigentlich keinen Grund mehr, das Safety Car länger auf der Bahn zu lassen. Er steht da zwar noch, aber eigentlich ist die Situation ja geklärt. Das ONS-Auto ist weg, hat den Patrick Ulrich aus der misslichen Situation befreit. Und eigentlich könnte das Rennen hier weitergehen. Aber das Safety Car möchte vielleicht eine Runde vor dem ganzen Feld fahren, die Lichter ausschalten und dann das Rennen wieder freigeben. Etwas Turbulenzen hier also. Sie wird alles geordnet und das ist ja wichtig. Normalerweise schiebt sich während einer Safety-Car-Phase das Feld wieder ein bisschen zusammen. Die Nachfolgenden können aufrücken. Ist ja eigentlich jetzt schlecht für BMW. Natürlich. Ich meine, man erkämpft sich ein paar Sekunden Vorsprung und dann wird alles wieder aufgehalten. Aber so ist das Geschäft halt eben. Und wird Jockel Winkelhock der dritte gute Start gelingen? Jetzt ist ja so, dass wenn der Start wieder freigegeben wird, darf nicht überholt werden bis zur Ziellinie. Das heißt, Winkelhock kann als erster beschleunigen. Und ich denke, er hat genug Erfahrung, um das richtig zu machen. Wir schauen mal zu. Alles Weitere von Thomas Vogt. Tja, Sie haben es vielleicht gesehen. Das Safety Car hat das Feld inzwischen eingefangen und hat sofort bei der Start- und Ziellinie die Lichter wieder ausgemacht. Und das sagt dem Fachmann und dem Experten, es dauert jetzt noch eine Runde und dann geht das Rennen wieder los. 5 Runden sind gefahren in diesem Rennen. 24 sind es insgesamt. Es gibt also noch genügend Zeit für die Herren Fahrer, hier Positionen gut zu machen. Jockel Winkelhock hat seine erste Position, die ihm zustand, nach den ersten Runden wieder eingenommen. Peter Cox liegt auf Platz 2, also die beiden Schnitzerfahrer vorne. Dann die beiden Bigazzi BMW mit Roberto Ravaglia und Alexander Burgstaller. Armin Hane im besten Honda auf Platz 5 und sein Teamkollege Klaus Nitzwitz ist inzwischen hervorragender Sechster. Also beide Honda auf den Plätzen 5 und 6 vorne dabei und wir haben schon wieder jemanden vor dem Mikrofon. Ja, Rudi Eggenberger, den Teamchef von Roland Asch. Es gibt hier Diskussionen an der Box. Warum? Ja, wir sind überlegt, welche Regenreifen wir drauf machen, falls es zum Regnen kommt. Weil wir da verschiedene haben mit 18 und 19 Zoll. Und gehen Sie fest davon aus, dass Sie wechseln müssen noch während des Rennens? Ich rechne fest damit, dass es zum Regnen kommt. Da. Gut, aber ich denke, den Start, den erleben wir noch im Trockenen und den schauen wir uns alle an. Ja, von wegen. Sie sehen es selber hier. Es hat an einem Teil der Strecke, nämlich über dem Fahrerlager, schon wieder mächtig angefangen zu regnen. Ich habe es Ihnen erklärt, es gibt keinen Rennabbruch wegen des Regens, denn das Rennen wurde als Wet Race, als Regenrennen deklariert. Deswegen auch die Reifenwahl völlig freigestellt. Es müssen hier nicht jene Reifen gefahren werden, die gekennzeichnet wurden. Und deswegen gibt es keinen Abbruch, es sei denn natürlich, es passiert etwas Außergewöhnliches. Wir sitzen wieder im Auto von Frank Bieler. 16. ist er im Augenblick, liegt immer noch hinter Claudia Hürtgen. Der Safety Car wird sich jetzt sputen, die Strecke zu verlassen. Da kommt die Meute, Jockel Winkelhock beschleunigt als Erster. Ganz dicht dahinter sind die Verfolger Peter Cox und Roberto Ravaglia, dann Alexander Burgstaller und die Honda-Fahrer und der Rest des Feldes. Da scheren sie aus. Es gibt natürlich Rivalität im BMW-Lager zwischen dem Schnitzer und dem Bigazzi-Team. Bei Bigazzi war man nicht so glücklich, da Schnitzer so einfach die Reifenmarke wechseln konnte in der letzten Woche.
Von Yokohama zu Michel Herr und Roberto Ravaglia, der hier den Peter Cox attackiert hatte, hat sich da etwas verbremst. Aber das Ganze sah etwas spektakulärer aus, als das Ganze war. Ravaglia bleibt auf der dritten Position. Dann Burgstaller und dann schon die Honda Accord von Armin Hane und Klaus Niedzwitz. Toll, wie sich dieses Honda-Linder-Team in diesem D1 Super Tourenwagen Cup etabliert hat. Und Alexander Burgstaller, der schirmt da gerade ab, während Frank Bieler, Claudia Hürtgen, jetzt versucht zu überholen auf der Geraden. Das scheint gar nicht so einfach zu sein. Aber Bieler jetzt auf der günstigeren Innenbahn, wenn es gleich hineingeht in diese Mutkurve, diese sechste Gangkurve, wo uns ja Hans-Joachim Stuck erzählt hat, dass sie mit Arschbacken zusammenkneifen voll geht. Das BMW-Quartett an der Spitze und jetzt bekommt Alexander Burgstaller etwas Ärger mit den Honda-Fahrern. Die haben gemerkt, dass sie abgeschirmt werden sollen. Niedzwitz jetzt vorbei an Hane, Heger dahinter und Onat Asch ist auch dran, drängelt hinter Alfred Heger, dann Hans-Joachim Stuck und Steve Soper. Stoßstange an Stoßstange, auch im Rennen. Die Leistungsdichte im D1 Super Tourenwagen Cup ist größer als je zuvor. Leichter Vorteil ausschließlich für die BMW-Piloten, die hier in Salzburg allerdings schon immer im Vorteil waren. Alexander Burgstaller hat da offensichtlich ein bisschen den Prellbock gespielt für die Honda-Fahrer, die etwas aufgehalten wurden. Und er hat seinen Kameraden, die vor ihm fahren, etwas den Weg geebnet. Heger und Stuck jetzt im Duell, denn Roland Asch hat sich vorbeigeschoben an Alfred Heger. Liegt nun auf der siebten Position und die besten Audi-Fahrer Stuck und Heger auf den Rängen 8 und 9. Und am Heck der beiden Audi, da knabbert Steve Soper, während hier Johnny Hauser offensichtlich problemlos vorbeigefahren ist, gerade an Frank Bieler. Und das Ganze auf den langen Geraden, die Gift sind für die Audi A4. Heger und Stuck, die beiden Teamkollegen im Duell. Heger bleibt jetzt doch vor Hans-Joachim Stuck, dahinter Tamara Vidali. Drei Audi A4 auf den Positionen 8 bis 10. Heger attackiert hier Steve Soper, der im Augenblick auf der 8. Position liegt, also alle Audi-Fahrer überholt hat. Der mit seinem Ergebnis im Sprint nicht zufrieden sein konnte, denn im Training lief es wesentlich besser für den Briten, der im Augenblick in Japan in der japanischen Supertourenwagenmeisterschaft auf der 2. Position liegt. Da hat irgendein Auto ein Teil verloren, wahrscheinlich ein Plastikteil. Und hier Frank Bieler zu sehen, der wieder vor Johnny Hauser liegt. Der ganze Rest der Meute. Und auf der vorletzten Position hier im Bild Ricardo Patrese. Es ist weiter ein Trauerspiel, was der ehemalige Formel 1 Rekordstarter hier im D1 Super Tourenwagen Cup zeigt. Winkler Cox mit leichtem Vorsprung vor Ravaglia Burgstaller. Und Cox zeigt immer wieder, dass er vielleicht schneller fahren könnte als Jochen Winkler. Aber ich denke mal, der fliegende Holländer darf seinen Teamkollegen nicht attackieren. Der Regen hat wieder aufgehört, die Strecke bleibt trocken. Deswegen können die Audi-Fahrer nicht nach vorne kommen, aber die Honda-Piloten, denn Klaus Niedzwitz ist mit 1:21,76 die schnellste Runde gefahren in diesem Rennen und ist damit schneller sogar als die BMW-Fahrer an der Spitze. Honda hatte sich viel ausgerechnet hier auf dem Salzburgring, denn schon in Zeltweg hatte sich gezeigt, dass die Honda Accord auf den Geraden sehr schnell sind, während jetzt Roberto Ravaglia kurz angegriffen worden war von Alexander Burgstaller, der jetzt wiederum die schnellste Runde gefahren ist mit 1:21,67. Honda hatte sich nach den Testfahrten viel ausgerechnet hier in Salzburg, denn lange Geraden liegen dem Honda Accord, eine sehr, sehr gute Aerodynamik hat, auch schnelle Kurven. Mag dieses Auto. Und hier der Stand in der 10. Runde eingeblendet ist. Da ist noch nichts entschieden. Gerade einmal 2,3 Sekunden trennen die ersten 6. 4 BMW, dann 2 Honda und auf der 7. Position Roland Asch im Ford Mondeo. Winkelock hat den Scheibenwischer an. Und die Information aus den Boxen lautet, direkt gekommen von Charlie Lamm, dem Schnitzer Teammanager, während hier Alex G. sein etwas unglückliches Wochenende fortsetzt mit einem Boxenstopp am Holzer-Team. Die Information aus der Box lautet, Peter Cox darf Jockel Winkelhock attackieren, also keine interne Stallregie im Schnitzer-Team.
die gibt es auch nicht bei Audi. Der Hans-Joachim Stuck hat sich jetzt vorbeigekämpft an Alfred Heger und der wiederum muss sich gegen Tamara Vidali wehren, die vorhin nach dem Sprint übrigens etwas scherzhaft gesagt hat, für unsere Autos gibt es hier einfach zu viele Geraden und zu wenige Kurven. Stuck 9. als bester Audi-Pilot. Und wo ist Frank Bieler? Der hat sich etwas nach vorne gearbeitet, ist auf der 14. Position, ist da eingeklemmt in ein Paket von Ford Mondeo. Vor ihm fahren Terry Woodson und Enrico Bertaggia. Wir sitzen wir bei ihm im Auto, vor ihm das weiße Auto, das ist Bertaggia. Der neue Fahrer im Wolf-Team, der sich jetzt etwas verbremst hat in der Nocksteinkehre. Und hinter Frank Bieler, da sind Johnny Hauser und Claudia Hürtgen. Also ein Paket von Ford Mondeo um Frank Bieler. Und vorne bleibt es beim BMW-Paket. Winklock gegen Cox, das teaminterne Duell bei Schnitzer. Und dahinter Ravaglia gegen Burgstaller, das teaminterne Duell bei Bigazzi. Aber sicherlich mit anderen Vorzeichen, denn bei Bigazzi ist klar, Ravaglia ist die Nummer 1, hat mehr Punkte in der Meisterschaft als Burgstaller. Und deswegen soll er vorne bleiben. Ähnliche Bilder kennen wir aus Hockenheim, als die vier Audi A4 vorne wegturnten. Hier sind es die weißen BMW, die sich doch mächtig entwickelt haben in den letzten Wochen. Das liegt sicherlich zum einen daran, dass BMW schon immer stark war hier in Salzburg auf dieser sehr schnellen Rennstrecke. Es liegt daran, dass man abspecken durfte um 25 Kilogramm, um die Chancengleichheit etwas besser zu gewährleisten. Und man hat natürlich nicht geschlafen bei BMW. Man hat vor allem an den Motoren gearbeitet. Es gab hier übrigens zwei verschiedene Motorvarianten, die man verwenden konnte. Man hat einen zusätzlichen Hilfsrahmen in der Frontpartie eingebaut, um etwas mehr Steifigkeit im Fahrwerk zu erzeugen. Und all diese Maßnahmen, diese Detailarbeiten, haben sich so ausgezahlt, dass BMW hier die Meisterschaft vielleicht auch einmal offen gestalten kann. 13 Runden noch zu fahren und Jörg Müller, den gelben Außenspiegeln, der kämpft sich weiter nach vorne. Er beißt und beißt, er liegt auf der 20. Position, hat also schon einige Plätze gut gemacht. Aber es ist natürlich nicht einfach, sich bei so einem Klassefeld nach vorne zu kämpfen. Jocke Winklock muss immer wieder in den Rückspiegel schauen. Peter Cox liegt da ganz dicht hinter ihm. Der Jocke Winklock, der übrigens in den letzten Wochen nicht viel testen konnte, denn es gab einen Bandscheibenvorfall bei ihm beim letzten Rennen in Japan. Er musste fast täglich in ärztliche Behandlung. Inzwischen ist er aber wieder vollkommen fit. Da gibt es Kampfspuren bei Alfred Heger. Die Motorhaube bewegt sich. Etwas Ähnliches haben wir ja bei Sascha Maaßen im ersten Durchgang, das heißt im Sprint, erlebt. Da hat es offensichtlich eine leichte Kollision gegeben, vielleicht mit dem Hans-Joachim Stuck, der sich etwas weiter absetzen hat können von Heger und von Tamara Vidali. Das ist natürlich gefährlich für den Alfred Heger. Denn wenn diese Haube bei voller Fahrt auf der Geraden auffliegt plötzlich, so wie vorhin bei Sascha Maaßen, dann geht das im wahrsten Sinne des Wortes ins Auge. Auf der einen Seite ist die Haube noch fest, aber auf der anderen Seite, da steht sie schon bedenklich weit offen. Das stört jetzt natürlich die Aerodynamik des Audi A4. Da wird er etwas auf den Geraden an Speed verlieren, der Alfred Heger. Und Tamara Vidali wird sich das nicht lange anschauen und nicht lange fackeln mit ihrem Audi-Kameraden. Bei Audi wird man sich hüten, den Alfred Heger an die Boxen zu holen, denn wenn das passiert, dann sind die Punkte futsch für dieses Rennen. Und Alfred Heger hat ja nach wie vor noch Chancen der Meisterschaft, denn er liegt auf dem 4. Platz hinter Frank Bieler, Hans-Joachim Stuck und Peter Kotz. Roland Asch ist etwas näher herangekommen an Klaus Niedwitz und Armin Hane, fährt im Augenblick auch schnellere Rundenzeiten als die beiden Honda. Wir bleiben aber weiter auf Alfred Hegers wackelnder Motorhaube. Es sah so gut aus gestern für Alfred Heger mit der Pole Position im Regentraining. Und das, obwohl er hier unter einer Grippe leidet. Es fing am Donnerstag an, das Ganze nach einer Bergbesteigung mit seinem Teamchef Udo Schneider. Da ging man hinauf auf etwa 1200 Meter. 4 Stunden dauerte diese Kletterpartie. Danach war er ziemlich ausgelaugt und abends merkte er im Hotel, ui, ich bekomme eine Grippe. Trotzdem Heger gestern in der Lage, die Pole Position zu fahren. Und er wird sicherlich genug Kräfte haben, dieses Rennen durchzustehen. Mehr Kräfte vielleicht als sein Auto. Wir sitzen bei Frank Bieler, der mächtig kämpfen muss gegen Enrico Bertaggia und Sascha Maaßen. Hat jetzt seine Position verloren. Johnny Hauser ist vorgefahren.
Es läuft überhaupt nichts bei Frank Bieler, der sich da gerade auch über die Stirn gewischt hat. Da läuft ihm wahrscheinlich der Schweiß hinunter. Winkelhock fährt nach wie vor mit eingeschalteten Scheibenwischer. Und Ricardo Patrese beendet sein Trauerspiel. Er lag auf der letzten Position auf Rang 25. Fuhr Rundenzeiten zuletzt, die also nicht nennenswert waren. Patrese gibt dieses Rennen auf. Das BMW-Quartett hat sich inzwischen doch etwas weiter absetzen können von den beiden Honda Accord, deren Rundenzeiten etwas langsamer geworden sind. Das sieht man auch daran, dass Roland Asch im Ford Mondeo immer näher herankommt. Und schon nehmen wir Platz im Ford Mondeo von Roland Asch. Während Alfred Heger jetzt doch an die Boxen gekommen ist, das ist dem Audi-Sportchef Dr. Wolfgang Ulrich dann wohl doch zu heikel geworden mit der Haube. Heger steht in der Box. Es läuft also wieder einmal nichts für Audi in Salzburg. Im letzten Jahr ging man fast ohne Punkte nach Hause. Und auch in diesem Jahr Hans-Joachim Stuck als bester Audi-Pilot auf der 9. Position. Bieler auf Rang 15 und Heger jetzt in den Boxen. Knapp 0,2 Sekunden liegt Roland Asch hinter den beiden Honda Accord. Und wenn ich hier so auf die Windschutzscheibe schaue, des guten Mannes aus Ammerbuch, dann wird der Regen in diesem Moment doch wieder stärker. Und das könnte natürlich hier für heikle Szenen sorgen. Was sehen wir hier? Wir sitzen im Auto von Frank Bieler und da gibt es eine Auseinandersetzung der Ford-Piloten, nämlich Enrico Bertaccia und Johnny Hauser, die sich da nicht einig sind beim Anbremsen der Nocksteinkehre. Und Enrico Bertaccia hat sich da Richtung Kurvenaußenrand verabschiedet. Hier sehen wir das noch einmal. Johnny Hauser schiebt da Enrico Bertaccia etwas an und Bertaccia dreht sich ins Aus. Hat Frank Bieler also einmal eine Position gewonnen? Aber diese Position befriedigt ihn natürlich bei Weitem nicht. 9 Runden noch zu fahren. Abstand zwischen dem führenden BMW-Quartett und den Verfolgern. Etwa 4,6 Sekunden, aber Roland Asch bekommt jetzt Ärger. Er wird nämlich attackiert von Steve Soper. Vorne tut sich nicht viel. Dieses Viererquartett fährt in dieser Formation bereits seit einigen Runden. Dann kommt Klaus Niedzwitz und Armin Hane. Und hier sehen wir Roland Asch nun unter Druck von Steve Soper. Steve Soper, der hat immer noch sehr, sehr viele Fans in Deutschland aus seinen alten Tagen in der deutschen Tourenwagenmeisterschaft. Kennt auch den Roland Asch, in dessen Heck hier jetzt gerade sitzt. Bestens, und Soper versucht nun außen herum vorbeizugehen an Roland Asch. Und das gelingt ihm auch, obwohl da die gelbe Flagge draußen war. Oha, oha. Ich hoffe nicht, dass der Steve Soper jetzt Ärger bekommt. Soper vorbeigegangen an Roland Asch und da liegt einer der Ford Mondeo draußen. Ich glaube, das war Terry Butzen, der sich da mächtig abgetan hat, wieder an dieser schnellen Kurve. Und Roland Asch schlägt zurück bei Steve Soper. Soper mit einem Rad hier gerade im Dreck gewesen. Muss alles geben, um Roland Asch hinter sich zu halten. Einer der Ford Mondeo jedenfalls liegt draußen. Und wenn ich auf den Monitor schaue, dann muss das Terry Butzen gewesen sein, der nämlich hier seit 2 Runden nicht mehr auf meinem Zeitenmonitor aufgetaucht ist. Da liegt er. Und wir sehen es ganz deutlich, Startnummer 7, Terry Butzen. Jammerschade, das geht aufwärts für den Ford Mondeo mit Allradantrieb. Und dann dieser Unfall, der sicherlich das Schübel-Team wieder etwas zurückwirft. Wieder eine gute Vorstellung der Honda Accord, die übrigens mit jenen Reifen unterwegs sind, die vom Schnitzer-Team nun verschmäht wurden. Und richtig eng zu geht es beim Kampf um die 7. Position zwischen Steve Soper, Roland Asch und diesem Mann, Hans-Joachim Stuck. Stuck fährt sehr schnelle Rundenzeiten, fährt schneller als sämtliche Autos, die vor ihm liegen. Nur die 4 BMW-Piloten an der Spitze sind etwas schneller als Stritzel Stuck. Roland Asch muss kämpfen. Patrick Ulrich rollt hier aus endgültig und ich habe die Informationen gerade von der Rennleitung bekommen. Es wird erneut eine Safety-Car-Phase hier in Salzburg geben. Der Grund ist klar, das Auto von Terry Butzen, das in der gefährlichen Kurve liegt, und diesmal macht man hier alles richtig. Das Safety-Car geht auf die Strecke, bevor die Meute heranfliegt. Der Abschleppwagen ist auch schon unterwegs, das natürlich sehr, sehr früh. Das ist natürlich etwas heikel, dass diesen Lastwagen so früh auf die Bahn zu schicken, wo noch im Renntempo gefahren wird. Da steht Patrick Ulrich, da haben wir das Safety Car.
dass nun zum zweiten Mal innerhalb dieser 24 Runden die BMW Armada etwas einbremst. Den Jockel Winklock, also den Peter Cox, den Roberto Ravaglia, den Alexander Burgstaller und die weiteren Verfolger zur langsamer Fahrt zwingt. Danach sind noch 7 Runden zu fahren. Es hängt natürlich etwas davon ab, wie schnell nun dieses Wrack von Terry Boutsen beseitigt werden kann. Und die Honda-Piloten mit Klaus Niezwitz und Armin Hane können nun erneut aufschließen zu diesem BMW-Quartett an der Spitze. Aber ich denke einmal, dass BMW-Rennleiter Marc Surer jetzt wieder zum Funkgerät greifen wird, beziehungsweise die Teams informieren wird, wie man diese letzten Runden anzugehen hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich Alexander Burgstaller als Vierter in diesem Quartett beim Start etwas zurückfallen lässt, um den Abstand zu den Honda-Piloten für die 3 vorne liegenden BMW-Fahrer größer zu halten. Terry Boutsens Ford Mondeo sieht etwas onduliert aus. Das ist sehr schade, vor allem, weil es sich hier um ein etwas modifiziertes Fahrzeug handelt, mit einer modifizierten Vorderradaufhängung. Da gibt es einen zusätzlichen Hilfsrahmen, ähnlich fast wie bei BMW, der dem Ford Mondeo im Bereich der Vorderradaufhängung für mehr Steifigkeit sorgen soll. So ganz sicher ist man sich bei Ford nicht, ob der Allradantrieb der richtige Weg ist für die Zukunft. Vor allem weiß man nie, was der Weltverband, die FIA, entscheidet in Sachen Gewichten. Schon jetzt müssen die Allradautos wesentlich mehr auf die Waage bringen als die Fahrzeuge mit Frontantrieb und Heckantrieb. Und man sieht es ja hier in Salzburg, da haben die Allradler überhaupt keine Chance. Der Stand eingeblendet in der 18. von 24 Runden. 4 BMW vorne mit Jockel Winklock auf Platz 1, dann Peter Cox, Roberto Ravaglia, Alexander Burgstaller und dann die beiden Honda Accord, die sich wieder prächtig schlagen als beste Vertreter mit Frontantrieb. Klaus Niezwitz und Armin Hane auf den Plätzen 5 und 6. Frank Bieler, den haben wir hier gerade durch das Bild fahren sehen. Er hat sich etwas nach vorne kämpfen können auf die 12. Position. Terry Boutsen links im Bild mit dem bekannten schwarzen Helm mit den gelb-roten Streifen schaut sich hier seinen Ford Mondeo selber an. Denn er weiß, wenn er hier einen Totalschaden fabriziert hat, dann könnte das schlecht aussehen für das nächste Rennen in 14 Tagen auf der Berliner Avus. Boutsens Mondeo baumelt schon am Haken. Und Alfred Heger kommt zum zweiten Mal in die Boxen hinein. Der Alfred Heger, der auf der 21. Position lag vor diesem neuerlichen Boxenstopp. Und vor dem Mikrofon haben wir jetzt BMW. Ja, es sind natürlich alles gestandene Profis da, die in dem BMW am Steuer sitzen. Allen voran Jochel Winkelhock, der am Anfang des Jahres, vor allem nach seinem Sieg in Spa-Francorchamps, als der große Favorit galt auf den Gewinn des D1 Super Tourenwagen Cups. Und dann allerdings im Zeltweg einbrach durch die Startkollision mit Hans-Joachim Stuck im Rennen. Ging dort mit einem Nullergebnis nach Hause. Dann kamen etwas schlechtere Zeiten für das Schnitzer-Team in Hockenheim und auf dem Nürburgring, als man vor allem die Reifenprobleme hatte im Vergleich zur Konkurrenz. Die sind inzwischen behoben, man hat die Reifenmarke gewechselt. Man fährt Michelin genau wie die Kollegen des Bigazzi-Teams. Die Lichter sind wieder ausgegangen, das heißt, in einer Runde erleben wir den Restart. Und das wird dann ein richtiges Sprintrennen, also ein Sprint-Sprint. Es geht dann nur noch über 4 Runden hier in Salzburg. 4 Runden entscheiden, wer dieses Rennen gewinnen wird. Und die Honda-Fahrer könnten hier noch so ein bisschen Zünglein an der Waage spielen. Es sei denn, Alexander Burgstaller hat den Auftrag, vielleicht doch die anderen Fahrer etwas abzuschirmen. Aber in etwa 2 Minuten werden wir das wissen, wenn die Fahrzeuge die letzte langsame Runde hinter dem Safety-Car zurückgelegt haben. Das Problem während solcher Safety-Car-Phasen ist doch immer, die Reifen auf Temperatur zu halten. Vor allem, wo es doch relativ kühl ist hier in Salzburg. Ich habe Ihnen die Temperaturen genannt, so um die 16, 17 Grad. Da sieht man dann das berühmte Zickzackfahren auf den Geraden, um die Reifen wieder auf Betriebstemperatur zu bringen. Denn sonst kann es schon einmal passieren, dass man dann am Ende der Geraden die Kurve anbremst und man mit 4 stehenden Rädern ins Kiesbett rodelt. Alle fahren jetzt Zickzack, um die Reifen wieder auf Betriebstemperatur zu bringen. So ein Restart ist eine ganz, ganz heikle Geschichte. Der Fahrer, der vorne ist, in diesem Fall Jockel Winklock, der bestimmt das Tempo. Es gibt dann 2 Theorien. Entweder er gibt sofort ganz früh Gas, muss natürlich darauf achten, dass er das Safety Car, das in die Boxenstraße einbiegt, nicht überholt. Oder er lässt es ganz, ganz langsam angehen, denn ein Überholen ist erst ab der Startlinie möglich. Und wir haben Dr. Ulrich jetzt vor dem Mikrofon über Sachen Audi. Ja, Dr. Wolfgang Ulrich, der Audi-Teamchef, schaut nochmal rauf auf den Monitor, aktueller Stand.
Ich glaube, Hans ist derzeit 9. und Tamara 10. Ja. Da kann man eigentlich nicht zufrieden sein am Geburtstag. Ja, da kann man am Geburtstag nicht zufrieden sein. Auch wenn nicht Geburtstag wäre, könnte man da nicht zufrieden sein. Andererseits, wir wussten, dass der Salzburgring für uns vom Konzept her die schlechteste Strecke ist. Mit der Gewichtsreduktion vom BMW und den Problemen, die sichtlich auch wir bei dem Alfred am Auto gehabt haben, dem ist irgendein Splint gebrochen an der Motorhaube. Wir müssen zurück zum Start. Ich muss unterbrechen, wir müssen uns den Start anschauen. Ja, es ist genau das passiert, was ich Ihnen angedeutet habe. Der Alexander Burgstaller hat sich zurückfallen lassen, hat die Honda-Piloten etwas abgeschirmt und die drei BMW an der Spitze können sich jetzt absetzen. Also bei BMW denkt man durchaus strategisch. Beziehungsweise der Alexander Burgstaller, der wusste ganz genau, was er in dieser Situation zu tun hat. Damit also gleich einmal wieder deutlicher Vorsprung für das Trio an der Spitze. Da hat es ein bisschen geraucht in der ersten Kurve. Wir sitzen im Auto von Roland Asch, der vor diesem Restart auf der 8. Position fuhr, hinter Steve Sopper, vor Stritzel Stuck. Ich denke mal, er hat diesen Platz gehalten auf den ersten Metern. Wie sieht es vorne aus? Jockel Winkelhock weiter vorne, dann Peter Cox, Roberto Ravaglia. Und auf der 4. Position, da hat es etwas gegeben. Da liegt ein Honda, nämlich Klaus Niedzwitz vor Alexander Burgstaller, dann Armin Hane. Da hat er, Alex Burgstaller, also die Strategie von BMW, jetzt die Honda-Fahrer abzuschirmen, damit bezahlt, einen Platz einzubüßen. Und auch Armin Hane geht jetzt vorbei. Burgstaller wird zurückgereicht. Da wird er sich mächtig ärgern, aber so ist das eben im Turnwagensport. Es heißt ja immer, Turnwagensport ist Mannschaftssport. Wir sehen diese Aufnahmen aus dem Auto von Alexander Burgstaller. Er muss einfach damit leben, dass man nicht bei jedem Rennen frei fahren kann. Schon gar nicht, wenn eine Meisterschaft in die Endphase hineintritt, wie dieser D1 Super Turnwagen Cup im Augenblick. Burgstaller ist hier leicht versetzt hinter Armin Hane auf der äußeren Linie, der jetzt drüber zieht. Die Tür, wie heißt es so schön sprichwörtlich, zuschlägt. Und nun das Anbremsen der Nocksteinkehre. Wir sitzen bei Alexander Burgstaller im Cockpit. Wir sehen die Schaltlampe aufleuchten. Wir sehen etwas Rauch aufsteigen bei Klaus Niedzwitz. Und Burgstaller hat echt Probleme, das Tempo der Honda Accord mitzugehen. Platz 4 für Klaus Niedzwitz, Platz 5 für Armin Hane. Dann Alexander Burgstaller, jetzt nur noch 6. der Sieger vom Nürburgring. Und er liegt einen Platz vor dem Zweitplatzierten des Nürburgrings, nämlich Roland Asch. Frank Bieler fährt auf der 12. Position, also er nimmt doch den einen oder anderen Punkt mit nach Hause. Und hier hat es wieder etwas gegeben, und das ist erneut unser Freund Enrico Bertaggia, der nun, denke ich einmal, endgültig aus diesem Rennen aussteigt. Das ist die gleiche Kurve, in der gestern Riccardo Patrese von der Strecke gerutscht ist. Enrico Bertaggia bei seinem ersten Einsatz für das Wolf-Team. Es lief nicht so schlecht, aber auch nicht so gut für den Italiener, der bei einer Fahrersichtung des Wolf-Teams ausgesucht worden war, dort für gute Ergebnisse gesorgt hatte, aber sich hier doch natürlich bei seinem ersten Einsatz mit einem frontbetriebenen Tourenwagen etwas schwer tut. Zwei Runden noch zu fahren hier in Salzburg. Da werden die BMW-Piloten nichts mehr anbrennen lassen. Der Jockel Winkelhock hat inzwischen auch ein Polster von 1,1 Sekunden herausgefahren auf Peter Cox. Die gelben Flaggen werden geschwenkt. Da geht es natürlich um das Auto von Enrico Bertaggia. Und die Honda-Piloten Klaus Niedzwitz und Armin Hane haben etwas Luft gewonnen gegenüber Alexander Burgstaller. Diese Vorstellung von Honda im D1 Super Tourenwagen Cup in diesem Jahr, die hat übrigens andere Hersteller ermutigt, im nächsten Jahr mitzumachen. Einer dieser Hersteller, der nächstes Jahr kommen möchte, ist Mitsubishi mit dem Charisma, der auf der internationalen Automobilausstellung in Frankfurt präsentiert wird. Frank Bieler kämpft hier gegen Sascha Maaßen. Es geht um die 11. Position. Maaßen, der ja von ganz weit hinten gestartet war, der jetzt zurückgereicht wird, der von Bieler überholt wurde und auch von seinem Weggefährten aus der deutschen Formel-3-Meisterschaft, nämlich von Jörg Müller. Maaßen jetzt also zurückgefallen auf die 13. Position. Bieler nun auf Platz 11 und es könnte sein, dass es jetzt vielleicht noch eine Stallregie bei Audi gibt, denn vor Frank Bieler liegen nun Hans-Joachim Stuck und Tamara Vidali. Letzte Runde L1 wird hier angezeigt für Jockel Winkelhock, das war gerade der Blick in die Schnitzerbox. Winkelhock, Cox, Ravaglia, dann Niedzwitz und Hane, dann Burgstaller und Sopa, Roland Asch und da sehen wir Hans-Joachim Stuck, Tamara Vidali und Frank Bieler, also drei Audi A4 hintereinander. Und ich denke einmal,
Da könnte es jetzt den einen oder anderen Funkspruch im Audi-Lager geben, um vielleicht Frank Bieler, den Tabellenführer, noch ein, zwei Plätze nach vorne zu bringen. Das Rennen neigt sich dem Ende. Der BMW-Sieg, der steht hier felsenfest. BMW verteidigt sein Terrain auf dem Salzburgring. Und es geht los mit der Stallregie. Sie haben gerade gesehen, da gab es bereits Blinksignale bei Tamara Vidale, die Frank Bieler angezeigt hat, wo er überholen soll. Bieler damit also schon auf den 10. Platz nach vorne gekommen. Strategische Spielchen also nicht nur bei BMW, auch wenn Max Hörer, der Rennleiter, ja betont hat, dass die ersten drei die Position untereinander ausmachen durften. Aber die haben sich nicht wehgetan. Wehtun möchte sich hier vielleicht Alexander Burgstaller mit Armin Hane. Der fährt ja zweimal mächtig auf. Da hat er es in der letzten Schikane noch einmal probiert, aber die Hondas bleiben vorne. Und vorne bleibt auch Jockel Winkelhock, der nach dem Sprint das Rennen gewinnt. Der zweite Sieg für Jockel Winkelhock im D1 Super Tourenwagen Cup. Nach Spa-Francorchamps gewinnt er auch in Salzburg. Doppelsieg für Schnitzer, die sich riesig freuen. Hier sehen wir auch den Bruder von Jockel Winkelhock. Und da kommt der Rest der Meute. Und Alexander Burgstaller hat es nicht mehr geschafft, die Honda-Piloten zu schnappen. Klaus Nietzitz wird Vierter, Armin Hane Fünfter. Der Jubel hier im Schnitzer-Team. Eine eindrucksvolle Demonstration der Stärke von BMW auf dem Salzburgring. Der BMW ist das ideale Auto für schnelle Rennstrecken. Bleiben Sie dran, wir haben nachher noch weitere Informationen für Sie. Wir machen aber eine kurze Pause. Der ADAC Super Tourenwagen Cup wurde Ihnen präsentiert von D1. Willkommen zurück auf dem Salzburgring. Das Rennen ist gelaufen und es ist gut so, dass es gelaufen ist, nämlich für die BMW-Piloten. Es hat erneut begonnen zu regnen und dieser Regenschauer kam für die BMW-Fahrer keine Minute zu früh, denn wenn es geregnet hätte in den letzten Runden, dann wäre das vielleicht etwas anders ausgegangen. Hier sehen wir das Fahrzeug von Enrico Bertaggia, der sich einige Runden vor Schluss im Duell mit Johnny Hauser in das Kiesbett eingegraben hat. Und das war ein sehr brisantes Duell, denn da ging es um den Sieg in der Privatfahrerwertung und den hat sich nun Johnny Hauser als Gesamt-14. Im Ford Mondeo des Eggenberger Teams gesichert. BMW hat hier seine Stärke demonstriert auf dem Salzburgring, das war keine große Überraschung. Jockel Winkelhock, Peter Cox und Roberto Ravaglia sorgen für einen Dreifachsieg. Klaus Nietzitz und Armin Hane, die besten Fronttriebler, wieder ein tolles Ergebnis für Honda, nachdem es auf dem Nürburgring zuletzt nicht ganz so gut gelaufen war. Alexander Burgstaller musste hier so ein bisschen strategisch fahren, hat seinen 4. Platz verloren, weil er Winkler, Cox und Ravaglia schützen sollte gegen Nietzitz und Hane. Steve Soper auf den guten 7. Platz nach vorne gekommen, also ein schönes Ergebnis endlich wieder einmal für das ISA-Team. Roland Asch auf Platz 8, Stuck 9., Bieler 10., Tamara Vidali auf Platz 11, sie ließ ja Frank Bieler als Teamkollegen noch in der letzten Runde vorbei. Hans-Joachim Stuck allerdings, der wurde nicht mehr zurückgepfiffen in Sachen Audi-Stall-Regie. Sascha Maaßen als 13. bester Nissan-Fahrer im Feld. Dann Johnny Hauser, ich sagte es Ihnen, der beste Privatier. Ford Phalanx mit Claudia Hörtgen und Chris Nissen. Alfred Heger zweimal am Box gewesen, nur auf dem 17. Platz. Der Mann auf der Pole Position wartet weiter auf seinen ersten Sieg am Steuer eines Audi A4. Hier auf dem Salzburgring war es nicht möglich. Da hatten die Allradautos keine Chance, mit BMW, mit Honda oder mit Ford mitzuhalten. Ja, da gibt es sicherlich reichlich Arbeit bei Walter Wolf. Dieses Fahrzeug, das eigentlich aus der spanischen Supertourenwagenmeisterschaft stammt, von Enrico Bertaggia bis zum Avus-Rennen in 14 Tagen wieder flott zu kriegen. Denn Bertaggia soll auch die letzten beiden Rennen in Berlin und dann das Finale auf dem Nürburgring für das Wolf-Team bestreiten. Die Meisterschaft ist wieder spannender geworden. Hier sehen wir den Stand. 41 Punkte trennen nur noch Frank Bieler und Jockel Winkelhock. Noch Peter Cox auf Platz 3 und Hans-Joachim Stuck auf 4 sowie Roberto Ravaglia auf 5 haben alle noch intakte Titelchancen. Dafür sorgt ja auch das Punktesystem des D1 Super Tourenwagen Cups, das doch Punkte für die ersten 20 Plätze vorsieht. Der beste Fronttriebler liegt etwas weiter hinten, das ist nämlich der Roland Asch auf der 10. Position. Aber die Honda-Fahrer sind auf dem Vormarsch. Armin Hane und Klaus Nietzwitz greifen nach der Top 10. Sie liegen auf den Plätzen 11 und 12. Der beste Privatfahrer in der Punktewertung bleibt der Österreicher Philipp Peter, der hier im Klassement auf Platz 16 liegt. Aber auch er litt heute natürlich darunter, dass die allradgetriebenen Fahrzeuge nicht nur von Audi auf dem superschnellen Salzburgring nicht in der Lage waren, mit BMW und Co. mitzuhalten.
Da hatte man gedacht, die Meisterschaft ist entschieden zugunsten von Audi. Aber wie schon im letzten Jahr, als Audi auf den Salzburgring ganz leer ausging, gab es hier kein gutes Ergebnis für die Ingolstädter. Und so kommen plötzlich die Münchner, angeführt vom Schwaben Jockel Winklock, wieder zum Zug. Aber in 14 Tagen auf der Berliner Avus, da könnte das schon etwas anders aussehen. Denn im letzten Jahr gab es dort eine eindrucksvolle Vorstellung der Audi-Fahrer. Die dominierten ebenso wie heute die BMW-Fahrer auf den Salzburgring. Wir sehen hier die drei Erstplatzierten auf dem Siegerpodest, ausschließlich BMW-Piloten. Der kleinste Mann kommt nach ganz oben, Jockel Winklock. Daneben Roberto Ravaglia als Drittplatzierter. Und links im Bild Peter Cox, das die drei Erstplatzierten. Und ich gebe runter in die Boxengasse. Ja, das waren fast 2,5 Stunden Dramatik hier auf dem Salzburgring mit dem D1 Super Tourenwagen Cup. Es geht also spannend weiter. Zwei Rennen haben wir noch vor uns. Wenn Ihnen das gefallen hat, können Sie heute Abend noch mal die schönsten Bilder sehen. Ab 18.30 Uhr in unserer GT Cup Sendung mit Formel Junior und den Höhepunkten dieses Rennens. Dann sind wir wieder für Sie da in 2 Wochen in Berlin auf der Avus. Und dann geht der Zweikampf zwischen BMW und Audi ganz bestimmt weiter. Bis zum nächsten Mal. Der 1 ADAC Super Tourenwagen.